Hallo, herzlich willkommen zur 30-Tage-Fit-Challenge von Stephanie Diem. Der heutige Tag, Tag Nummer 16, dem widmen wir dem Thema Mobility. Mobility Flow, passend zu meinem Namen Florian Klein. Ich bin Coach, Trainer und Speaker für mentale und körperliche Selbstoptimierung. Ja, um was geht's heute? Was kannst du dir unter Mobility Flow vorstellen? Es geht heute um das Thema die Wirbelsäule und wie wir die Wirbelsäule einmal ganz bewusst in eine Art Flow-Zustand versetzen. Und zwar, das machen wir mit einer ganz einfachen Übung. Du kannst dir deine Wirbelsäule wie einen Baum vorstellen, wie einen extrem flexiblen, aber dennoch sehr, sehr starken Baum. Und wenn gewisse Strukturen in diesem Baum nicht wirklich miteinander agieren und zusammenspielen, ja, dann kennen wir das, dann bleibt die Mobilität in diesem Bereich aus. Und wo keine Mobilität ist, dort ist auch kein Fluss. Und wo kein Fluss ist, dort ist auch wenig Leben. Und weil aber die Wirbelsäule der Baum des Lebens in unserem Körper darstellt, das heißt, wo deine ganze Energie vom Gehirn in den Rest des Körpers verteilt wird, weil durch die Rückenmarksflüssigkeit oder auch durch die Nervenbahnen, die in deiner Wirbelsäule sich befinden, die Energie oder auch die Information gesendet wird, ist es ganz essentiell, dass du die Wirbelsäule einmal von Grund auf neu kennenlernst. Und deswegen empfehle ich jedem, auch dem, der jetzt denkt, okay, die Übung schaut easy aus, ist sie aber nicht, auch dir empfehle ich, nimm dir die Zeit, 10 Minuten pro Tag, mach diese Übung. Ob du auf die U-Bahn wartest, ob du etwas liest dabei oder etwas hörst, Musik hörst, ganz egal. Versuch deine Wirbelsäule vor jedem Training und auch zwischendurch immer wieder zu spüren. Denn die Wirbelsäule ist der Mittelpunkt jeder Bewegung. Jede Bewegung geht von der Wirbelsäule aus. Und deshalb ist diese Übung der Grundstein jeder ergonomischen Bewegung. Ja, du fragst dich jetzt bestimmt, wie heißt die Übung, wie sieht sie denn aus? Die Übung heißt Spinal Waves. Und jeder, der eine Wirbelsäule schon mal von der Seite betrachtet hat, weiß, die Wirbelsäule sieht auch aus wie eine Welle. Und deshalb macht es sehr viel Sinn, einfach mit der Wirbelsäule auch Wellen formen zu können. Wir alle wissen, dass wir vom Wasser auf die Erde gekommen sind. Also vom Wasserlebewesen sind wir irgendwann durch die Evolution auf das Land gekommen. Und im Wasser waren Wellen. Und wir haben uns durch wellenartige Bewegungen fortbewegt. Man sieht es noch bei Kriechtieren oder bei anderen Tieren, sieht man es sehr stark, dass sie sich durch wellenartige, wenn man eine Echse oder eine Schlange betrachtet oder einen Fisch, weiß man, die machen Wellenbewegungen in der Wirbelsäule. Und unsere Wirbelsäule ist leider durch Sitzen verkümmert. Deswegen Spinal Waves, Wellen machen mit der Wirbelsäule, und das zeige ich dir jetzt. Vorab möchte ich dir noch ein wenig Theorie zu der Übung mitgeben, nämlich es gibt in der Übung 5 Teilbereiche deines Bewegungsapparats.
und deiner Wirbelsäule. Nämlich Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Becken und ganz unten, die Knie gehören zwar nicht mehr zur Wirbelsäule dazu, aber befinden sich die Knie. Und diese Gelenksketten versuchen wir in der Bewegung separat erstmal zu bewegen, um sie dann in einer Bewegungskette oder in einem Bewegungsablauf mit einfließen zu lassen. Deshalb der erste Teil: Lerne jedes Bewegungssegment separat anzusteuern. Und das machen wir jetzt. Im ersten Schritt der Übung brauchst du eine Wand. Und zwar hier lernen wir die einzelnen Segmente von Grund auf neu anzusteuern und somit mobil zu machen. Du beginnst mit einem leichten Kniestand, also die Knie sind abgewinkelt, und versuchst erstmal die Nasenspitze zur Wand zu bewegen. Alle anderen Segmente bleiben stabil. Nasenspitze, Kinn, Brustkorb, Bauch, Becken, Knie. Jetzt bin ich wieder in dieser nach hinten geneigten Position und hier beginne ich wieder Nase, Kinn, Brustkorb, Bauch, Becken, Knie. Das mache ich so lang, bis ich die einzelnen Segmente zu einem Fluss zusammengeführt und locker bewegen kann. Und wie du jetzt schon bemerkt hast, es sieht wirklich aus wie eine Welle. Und ja, verzweifle nicht gleich, wenn es sich nicht so flüssig anfühlt. Und natürlich, so es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wenn du irgendwo spürst, gerade jetzt, es gibt zwei mögliche Schwerpunkte. Wenn du viel sitzt, kann es sein, dass du einfach weniger Connection zu deiner Brustwirbelsäule hast. Dann nimm einfach eine Vorübung her, wo du einfach nur versuchst, gerade und locker zu stehen und nur mal dein Brustbein nach oben zu ziehen, beim Einatmen und beim Ausatmen versuchst du dein Brustbein hier nach innen zu ziehen. Ohne dass sich die anderen Segmente mitbewegen. Also wir wollen nicht das, sondern wirklich nur im Brustkorb, dass du dich aufrichtest. Bei vielen Männern ist es so, dass sie im Beckensegment wenig Connection haben, aber gerade im Becken ist diese Lebenslust vor allem, ist der Sitz der Lebenslust. Deswegen nimm dir die Zeit, versuch hier auch das Becken eben mal kennenzulernen, es anzusteuern und dann eben nur mal mit dem Becken eine Wellenbewegung zu kreieren. Das war die Übung Spinal Waves. Und wenn du noch ein Level nach oben gehen möchtest, dann empfehle ich dir die Übung mit ein wenig Improvisation. Ja, im ersten Teil ist es jetzt eben um diese Spinal Waves gegangen und in dem nächsten eben geht es jetzt aber wirklich darum, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Und was ist denn dieser Flow-Zustand überhaupt? Ich finde, Flow-Zustand bedeutet einfach nur, glückselig zu sein und sich sozusagen etwas wirklich hinzugeben, wenn alles miteinander verbunden scheint. Und meiner Meinung nach und meiner Erfahrung auch mit meinen Klienten ist es dann, wenn man zum Beispiel tanzt. Und es gibt ein Sprichwort, das nennt sich
Oder das geht so: Der Tanz ist der stärkste Ausdruck der Seele, wenn man sich eben dem Tanz hingibt, dann kann man darin richtig aufgehen, wie eine Blüte. Und deswegen versuch dir einfach deine Wirbelsäule mit der Musik einen Ausdruck zu verleihen und diese Wellenbewegungen einfach in den Körper auch zu fließen lassen. Ich werde dir das noch kurz demonstrieren und dann viel Spaß beim Ausprobieren. Ich kann dazu jetzt auch nicht mehr sagen als wie üben, üben, üben. Probier es einfach aus, dreh dir eine Musik auf, die dir gefällt. Am besten eignet sich dafür eine klassische Musik, die einfach ruhig ist, und nimm deinen Körper bis in die Fingerspitzen wahr.